Erinnert ihr euch an den Banner-Contest von vor ein paar Wochen? Das, was dort rauskam, ist unfassbar. Aber nicht nur das. Die 1.17 erschien und ich habe mich natürlich nicht spoilern lassen. Bedeutet, ich bin komplett unvoreingenommen in diese Version gestartet und konnte mich dementsprechend über alles umso mehr freuen. Auf der Erkundungstour sind so viele lustige, geile Sachen passiert und das Banner ist einfach nur legendär geworden. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei. Ebenfalls bin ich auf Twitch jeden Freitag, Samstag und Sonntag ab 18 Uhr live und da würde ich sagen, rein ins Video. Ich weiß nicht, wie das eingebaut wird. Wir befinden uns jetzt Wochen vor dieser Aktion. Ich habe hier jetzt auch gerade eben für euch wahrscheinlich schon Wochen her einen Community-Eintrag gemacht. Das zeige ich euch mal hier. In diesem Community-Eintrag seht ihr und auch in dem Short oder in dem kurzen Video, was ihr hier seht, es ist ein Wettbewerb losgegangen. Das müsstet ihr schon mitbekommen haben, theoretisch. Und zwar ein Wettbewerb um das offizielle Banner. Denn es ist der Plan, ein offizielles Banner zu erstellen, was für dieses Projekt steht. Ein offizielles Banner, was wir überall, wo wir können, verwenden werden, was überall einfach hingeklatscht wird, in jeglicher Art und Weise, wie wir können. Und dieses Banner konntet ihr mitdesignen. Jetzt die Sache Content. Genau, Content. Leider ist die Aktion nicht mehr offen, also für die, die das verpasst haben, nicht mitbekommen haben oder jetzt erst diesen Kanal entdecken, tut mir das leid. Denn die letzten 2 Wochen oder wahrscheinlich schon mehr, Alter, Bruder, was sind das für Standbilder? Wahrscheinlich schon mehr als die letzten 2 Wochen hatten die Zuschauer, die Viewer, die Leute, die das Projekt verfolgen, die Möglichkeit, ein Banner über dieses Tool hier einzurichten bzw. einzusenden. Und das konnte auf meinem Discord passieren. Wenn wir dann hier mal auf meinem Discord gucken, gibt es hier oder gab es hier den Banner-Vorschläge-Channel. Hier sind jetzt noch nicht so viele Einsendungen drin. Hier können jetzt die Zuschauer im Prinzip einen Banner einsenden. Die können sagen, yo, ich design das und das Banner und die Anforderungen dazu stehen hier. Hier findet ihr die Anforderungen. Die Leute können jeweils 2 Banner-Vorschläge einreichen. Die Anforderungen sind, dass es ein Mix aus Weiß, Grau, Schwarz und einem dezenten, ein dezentes Gelb, okay? Das wäre ultra cool, wenn das irgendwie realisierbar ist. Da können die Leute über die Website hier, das kann ich jetzt hier nochmal zeigen, einen Banner einfach designen. Beispielsweise jetzt hier, dann als zweiten Layer das. Und da können die irgendwas designen. Dieses Crafting-Rezept oder diesen Link, der dann hier oben entsteht, sollen oder dürfen dann die Zuschauer im Prinzip einmal hier unten einsenden, dieses Banner-Vorschläge. Und ihr seht, da sind schon ein paar Banner zusammengekommen. Ich habe tatsächlich selber auch welche designt. Die sehen so aus, mashallah. Ich sage euch ehrlich, bisher gefallen mir die sogar am besten fast. Keine Ahnung, irgendwie feiere ich die. In 2 Wochen werde ich mir alle Banner reinziehen im Stream. Wir werden die Top 3 dann herausfinden aus diesen Bannern, aus diesem offiziellen Relation-Banner. Dann darf der Stream, der Livestream-Chat darf dann im Stream abstimmen, welchen von diesen 3 Bannern wir nehmen werden. Außer, und jetzt kommt das Ding, ihr kennt mich da, außer ich verliebe mich direkt in eins und sage, yo Jungs, das ist mir egal, das ist das allerbeste von allen und da kann ich auch nicht mehr eine Abstimmung machen, sondern ich will das. So, außer das passiert, aber ich schätze, kann es mir noch nicht vorstellen, dass das passieren wird. Aber wenn, dann ist es so. Wofür brauchst du, Relation, überhaupt ein offizielles Banner? Ein offizielles Banner ist für viele Dinge gut. Alleine als Markenzeichen, dass das an jedes Bauwerk, was in dieser Welt ist, rankommt, ist das halt ultra geil, Digga, dass du dieses Banner immer wieder in der Welt finden wirst. Immer wieder wirst du an jeglichen Bauwerken dieses Banner entdecken können. Und jetzt kommt der absolut positivste Part, der mich am meisten glücklich macht, weswegen ihr auch immer das Crafting-Rezept sowie die benötigten Ressourcen, die man für das Banner braucht, mit einschicken sollt. Dieses Banner könnt ihr am Ende craften. Ihr habt auch genauso wie ich hier die Möglichkeit, dieses Banner zu craften und könnt das auch auf eurer Welt verbreiten. Das ist das Geile, Digga. Ihr könnt das dann als offizielles Relation-Banner, als offizielles Minecraft-Let's Play-Banner von Relation auf euren Welten verteilen, auf euren Welten benutzen, auf Servern verwenden, wie ihr wollt, das überall verteilen, wo ihr wollt, überall setzen, wo ihr in irgendeiner Art und Weise möchtet. Das ist halt das Ultra-Geile daran, Digga. Das ist sowas Personalisiertes, ja, was dann halt für das hier, was wir hier machen, steht. Versteht ihr, wie ich meine? Wodurch man das hier kennenlernt, wodurch man Access auf dieses Projekt bekommt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wenn dieses unfassbare Einsendungsprojekt vorbei ist. Ich hoffe, bis dahin seid ihr alle informiert und hattet die Gelegenheit dazu und würde sagen, bis in 2 Wochen. Herzlich willkommen erstmal. Ihr seht es, Bruder, wir sind in der 1.17.1 ab heute. Und ihr seht auch im Hintergrund, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich gucke mir das heute ganz entspannt mit euch an. Wir gucken uns heute die gesamte 1.17 an, erkunden die Welt, gucken nach irgendwelchen Neuerungen, gucken mal, was abgeht. Aber zuallererst, bevor wir jetzt hier weiter quatschen, Chat, ihr wisst es, ihr habt es mitbekommen, viele haben es gehört, gesehen. Das YouTube-Video ist ja auch online gegangen, TikTok ist online gegangen, eigentlich muss es jeder mitbekommen haben. Der altbekannte Banner-Contest. Der Banner-Contest wird
wird ausgewertet. Ihr habt fleißig Banner eingeschickt, sau viele Banner vor allem. Also es ist wirklich ordentlich was an kreativer Masse zusammengekommen und wir haben ordentlich was, was ausgewertet werden kann. Warte, wir gehen mal ganz kurz im Discord. Im Banner-Vorschläge-Channel, der ist jetzt nicht mehr öffentlich. Und wenn wir hier im Banner-Vorschläge-Channel gucken, könnt ihr auch sehen, Digga, es ist, also... Ich hätte nie gedacht, dass dieses Projekt nochmal so viel Aufmerksamkeit zieht, dass wir überhaupt eine Möglichkeit bekommen, dass so eine Masse an Menschen zusammenkommt und sich darin auslebt. Also ich kann euch sagen, ich werde das Ganze komplett subjektiv machen. Also hier wird nichts objektiv nach irgendwas bewertet, sondern ich werde da komplett subjektiv mit meiner persönlichen Meinung reingehen und wie ich die Banner finde, so werde ich da reingehen. Nicht mit irgendwelchen Bewertungskriterien oder sonstiges, weil es muss ja letzten Endes mir gefallen. Es ist ja für meine Welt und ich kann direkt dazu sagen, Pikachu-Banner ist nichts, leider, und die W-Banner erst recht nicht. What the fuck, das ist Standard. Ihr kennt mich, ich brauche irgendwas, was raussticht. Versteht ihr, das Projekt ist individuell, es ist einzigartig, es ist, ja, irgendwas, was halt niemand anderes hat, versteht ihr? Und dann einen Banner zu nehmen, was so lame ist, Digga, weiß ich nicht. Chat, also das hier gefällt mir nicht. Das ist viel zu monoton. Das hier gefällt mir sehr gut. Das ist das Einzige, oder, nein, nee, nicht das Einzige, aber das, was ich mir im Voraus schon sehr, sehr krass angeguckt habe, aber auch das hat einen Layer zu viel, leider. Das ist schade, aber ich glaube, der Dude hat nochmal das gleiche eingeschickt mit einem Layer weniger. Und das hier ist wild. Das hier ist auch mit mein Favorit. Oder der jetzige erste Favorit. Das hier. Aber das hier sieht echt actually ganz geil aus. Das ist zeitlos. Versteht ihr, wie ich meine? Und jetzt kommt das hier nämlich. Und ich sag euch ehrlich, actually, ich finde das ganz cool. Das Problem ist halt das Dunkelgraue. Vielleicht müsste man das Dunkelgrauen zum Hellgrauen machen. Dann könnte das eigentlich rein theoretisch schon besser aussehen. Oder zu weiß. Das saven wir uns mal vor zur Sicherheit. Ich habe das schon kurzzeitig gesehen. Und ich sage euch ehrlich, das ist mein Favorit. Aber nicht mit einem dunkelgrauen Background, sondern mit einem hellgrauen Background oder mit einem weißen. Ich sage euch ehrlich, ich habe mich schon innerlich ein bisschen darin verliebt. Weil, guckt euch mal bitte das an. Digga, wie geil sieht das aus? Das sieht aus wie einem Totem mit Flügeln, was aber so festgehalten wird, versteht ihr, wie ich meine? Und das ist so wild einfach, weil es perfekt zum Projekt passt. Wie oft ich schon gestorben bin, jetzt das hier, dass ich nicht mehr sterben will, dass ich es nicht mehr sehen will, diesen Totem. Und dann mit diesem gelb, dunkelgelben Akzenten, Bruder, das ist einfach ultra wild. Chat, ich würde jetzt einfach mal meins, was ich eingeschickt habe, das eine aber. Das ist die Frage, warte, ich gucke mir die nochmal an. Wir haben ja jetzt die anderen im Vergleich. Ich will einfach nochmal gucken, ob meine mit den anderen mithalten können. Da ist halt ein Ausschlusskriterium für mich, dass es halt dunkel ist. Es ist halt, nee, es ist zu dunkel, Punkt. Ich kann es für euch nicht zur Abstimmung geben, weil ich selbst, das Ding ist, ich muss immer so denken, falls ihr jetzt das wählen solltet in der Abstimmung, okay, wäre ich damit nicht zufrieden. Das sieht zwar mega geil aus, aber für mein Projekt ist es halt nichts. So, und jetzt halt die Frage, dann hätte ich noch das hier. Das hier gefällt mir nicht so gut wie das, aber ich weiß halt nicht, ob das da mithalten kann. Warte, wir tun es mal hier rein. Also im Prinzip hätten wir einmal das hier zur Verfügung, einmal das hier und einmal das hier, wobei ich hier sagen muss, das ist mir irgendwie zu grau. Ganz klare Sache, bei dem hier würde ich auf jeden Fall das, den Hintergrund halt noch ändern zu weiß. Aber sonst gefallen mir eigentlich alle Banner gleich gut. So, dann machen wir jetzt eine Abstimmung. Welches Banner als Fragezeichen? Zack, das hier ist Nummer 1. Haben wir hier Nummer 2. Wichtig. Und hier haben wir dann, scheiß die Wand doch an, Nummer 3. Also wir haben hier Banner Nummer 1, Banner Nummer 2, Banner Nummer 3. Welches von diesen drei Bannern wird das offizielle Projekt Banner. Es ist einfach auf 1 sind 38 Stimmen, auf 2 sind 9 und auf 3 4. Also wir haben dieses Banner jetzt auch in weiß offen. Inshallah, es sieht gut aus. Bitte, 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 bitte. Hast du es nochmal in hellgrau? Warum sieht es in weiß so viel beschissener aus? Ich sag euch ehrlich, ich fühl's gar nicht in weiß. Ja, Abstimmung ist vorbei. 47 Leute haben jetzt für 1 gestimmt, 11 Leute für 2 und 5 für 3. Das ist zu dunkel. Entspannt euch, hier wäre es in hellgrau. Ich glaube hellgrau. Mein Herz gibt mir einen Stoß. Hellgrau ist es. Ganz klar. Flax, dann wünsche ich dir herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir für deine Mühe, für deine unfassbare Kreativität. Flax, du, mein Lieber, kannst dich jetzt für deine Mühen, für deine hervorragende Leistung hier bei den Moderatoren melden und die Moderatoren... Wir haben gar keinen Moderator da, ne? Ne, deinen Skin schicken oder den Skin, den ich als kleine Statue von dir bauen will oder soll. Und halt deinen Namen. Wenn ich so sehe, mein Herz sagt mir wirklich, wenn ich das öffne, sagt mir mein Herz so, das ist es, das ist das Richtige. Ich bin jetzt offiziell, ihr seht es auch oben links, auf der 1.17.1. Und in der 1.17.1 gibt es viele neue Dinge. Ihr wisst da, glaube ich, besser Bescheid als ich. Also ich habe mich, wie immer, wie ihr mich kennt, nicht groß spoilern lassen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es diese Ozzolotis gibt oder wie die heißen. Und da gibt es eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass die spawnen in einer bestimmten Farbe.
Die, genau, das weiß ich. Und ich weiß, dass es leuchtende Tintenfische gibt. Und halt, was ich euch erzählt hatte, durch den Startscreen weiß ich jetzt auch, dass es irgendwelche Diamanten gibt oder sowas. Oder und Tropfsteine oder Kristalle heißen die, glaube ich. Und damit werden wir uns jetzt erstmal als Zwischenprojekt auseinandersetzen. Wichtig zu erwähnen, gibt es in der 1.17.1 eine sogenannte Schalker-Farm. Und diese Schalker-Farm wird für uns besonders interessant. Sehr, sehr interessant. Denn ihr wisst, ich bin ein Schalker-Kisten-Fetischist. Ich finde, Schalker-Kisten sind das OP-ste, was in Minecraft eingeführt worden ist und mit das krankeste, was es irgendwie als Item in diesem diesem Projekt, so wie in Minecraft gibt. Also Real Talk, das ist einfach ultra heftig. Und ich habe den Plan, bei jeder Farm, die ich hier auf dieser Welt habe, Schalker-Filler zu integrieren, die direkt die Items absortieren in Schalker. Dafür brauchen wir Unmengen an Schalker-Kisten. Und das wird dann wahrscheinlich ein kleines Zwischenprojekt zwischen diesem hier, dass wir eine Schalker-Farm bauen. Also ich denke mal, wir werden noch diese vier Abteile, die jetzt hier drauf sind, darauf setzen. Und danach werden wir erstmal eine Schalker-Farm machen, bevor wir uns an die Knochenmehl-Farmen machen. Ach so, genau. Und Unmengen an Holz, ja, durch die Holzfarmen halt, ne, die wir dann endlich aktiv betreiben können. Wir machen jetzt im Prinzip eine kleine Tour, gucken uns neu geladene Chunks an, gucken, was so abgeht. Ich will von euch ein bisschen wissen, yo, was geht in der 1.17? Und danach werden wir direkt, ohne Zögern, einmal doppelkistenweise das Banner craften. Und werden das hier direkt ordentlich verwenden, würde ich sagen. Das Iron mit Glück abbauen. Ach so, und kriegt man dann mehr, oder was? Herr Real Talk? Ah, ich habe Behutsamkeit, oh. Ey, das sieht, die Erze finde ich viel sicker. Aber warum haben die Diamant, ist Diamant auch aktualisiert? Diamant fühle ich nicht so. Sag ich euch ehrlich, aber so, also die Erze sehen viel geiler aus. Viel, viel, viel schöner. So, dann brauchte ich Essen, wa? Essen, und was wollten wir noch holen, Chat? Raketen, dafür brauchen wir einmal ein paar Seiten. Was ist das denn, Digga? Junge, warum ist es so gesättigt? Das sieht scheiße aus. Was ist das denn? Warum ist denn das so gesättigt? Nee, sieht geil aus. Was für? Ist voll geil. Alter, nee, das finde ich ist viel zu viel. Kompass auch? Ja, Kompass finde ich auch okay. Kompass ist fein. Warte, wir können ja an sich mal gucken hier, ob mir irgendwas auffällt jetzt direkt. Also so viel ist es doch gar nicht, oder? Oh, hier, Enderkristall hat auch neu, wa? Enderkristall sah so vorher definitiv nicht aus. Nee, sah so aus. Nein, Digga. Der Enderkristall sah nicht so aus. Da verlinke ich meinen Kopf drauf, dass der Enderkristall nicht so aussah. Ja, fickt euch, so sah das aus. Das hier ist die neue Textur. Und so war die alte. Da bin ich ja so stolz auf mich. Ich spiele seit 5 Jahren Minecraft Survival. Ich weiß doch, wie was aussieht und wie was nicht. Ah, und es gibt jetzt Feuerwerksraketen. Kann man auch die 3er-Feuerwerksraketen direkt craften? Ich will keine 1er eigentlich. Geht es irgendwie? Oder muss ich jetzt die 2 dann dazulegen? Im Prinzip immer so. Zack, zack. Ich wollte euch noch was erzählen, Chat. Das habe ich gestern voll vergessen. Oder ich wollte ja meinen Führerschein machen. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich mich für einen Führerschein anmelden. Für ein Auto, ne? Weil ich habe ja gesagt, yo, ich will mit 18 meinen Autoführerschein haben. A2 und ein A2 Motorrad und ein Auto. Alles von mir selbst im Prinzip. Ist ja auch egal von wem, aber auf jeden Fall, dass ich es halt habe. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist so mein Ziel, dass ich das alles mit 18 habe. Das wäre ein Dream. Da will ich irgendwie hinkommen. Ich wollte eigentlich jetzt mich ganz easy bei der Fahrschule bei meiner Alten anmelden. Da halt meinen Führerschein, meinen Autoführerschein machen. Wäre an sich gar kein Problem gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin in Berlin gemeldet aufgrund meiner Ausbildung. Also meine Oma wohnt halt zum Glück in Berlin und dadurch, dass die Ausbildung nur möglich gemacht werden konnte, wenn ich halt in Berlin wohne, hat sie gesagt, yo Omi, dann melde ich mich einfach bei dir, aber wohne bei meinen Eltern weiterhin, um im Prinzip die Ausbildung in Berlin machen zu können, weil ich halt trotzdem einen normalen Anfahrweg habe. Ich habe mein Feuerzeug vergessen. Ja, ich habe trotzdem einen normalen Anfahrweg auf Arbeit im Prinzip und bin in Berlin gemeldet aufgrund meiner Ausbildung. Hab mich da mega kompliziert umgemeldet im Einwohnermeldeamt in Berlin und ach, ist ja auch relativ scheißegal. Mit dem Zertifikat, da ich beim Erste-Hilfe-Kurs war, sowie wie mit dem Sehtest, 50 Euro und meinem Ausweis halt zur Fahrschule gehen, um mich anzumelden. Mir fällt auf, yo, auf meinem Ausweis steht ja, dass ich in Berlin wohne. Und die haben am Telefon gesagt, yo, wir nehmen nur Leute aus dem und dem Ort. Und ich wohne ja eigentlich in dem Ort. Aber dadurch, dass ich aufgrund meiner Ausbildung in Berlin gemeldet bin, darf ich jetzt in Brandenburg, obwohl ich actually am Rand von Brandenburg wohne, also 2 Häuser müsste ich laufen, um in Berlin zu sein. Okay, weil ich da wohne, darf ich jetzt nicht, weil ich in Berlin gemeldet bin aufgrund meiner Ausbildung, meinen Führerschein in Brandenburg bei meiner alten Fahrschule machen. Obwohl ich in dem Ort wohne, wo im Prinzip die Fahrschule die Fahrschüler hernimmt, muss ich jetzt immer nach Berlin reinfahren, um in Berlin meinen Führerschein machen zu können, weil Berlin keine Bürger an Brandenburg abgibt für den Führerschein, weil sonst halt alle Berliner in Brandenburg ihren Lappen machen würden. Weil es halt in Brandenburg günstiger ist, weil halt in Brandenburg weniger Leute wohnen. Stabil, oder? Kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Willkommen in Deutschland.
Und jetzt darf ich bei meiner alten Fahrschule nicht mehr einen Führerschein machen. Wisst ihr, was auch zum Heulen ist? Dass hier verdammt nochmal kein Feuerzeug drin ist. Was soll das? Zwischendrin habe ich zwei Azolotis geholt, Eisen sowie Erze gefarmt und die ersten leuchtenden Tintenfischbeute besorgt. So, dann wollte ich gucken, was für Blöcke kann ich hier craften? Roheisenblock. Wofür willst du den Block benutzen? Für den Boden, wer wild. Und dann haben wir alles. Drei Stück. Ja, wir holen uns direkt noch eine Glückspicke gleich mit. So, jetzt sag mir bitte, hier ist irgendwo eine scheiß Glückspicke drin. Ja, Glück. Perfekt. Wollen wir mal, warte, wir gucken mal, wer ist denn hier einer meiner... Eigentlich hat Selexis sich das am meisten verdient. Oder Alec. Hast du schon Kerzen gemacht? Es gibt Kerzen? Man erkennt die Schrift ja gefühlt gar nicht mehr. Ich dachte, das leuchtet. Oder ist das wegen meinem Lightpack? Nee. Das sieht auch im normalen Minecraft so wack aus. Das kann man färben wie färben. Man kann jetzt so farbige Schilder in Minecraft einfach so machen, ohne Command oder sonstiges. Ging schon seit 1.16. Scheiße, ging's in 1.16 schon? Ich teste das jetzt. Ich wusste das nicht. Das geht? Wie krank ist denn das? Nochmal mit Inksack. Soll ich nochmal mit Inksack rauf? Was ist das denn? Junge, holy shit, das sieht ja so dope aus. Das sieht ja so geil aus. Ja, dann machen wir uns jetzt aber weiter los, finally. Und die leuchtenden Itemframes gucken wir uns auch an. Aber leuchtende Itemframe macht Licht. Ja, ist doch geil, hä? Das ist doch mega geil. Chat, wir brauchen dringendst Kristalle. Warte, wo war denn hier das Meer? Das war doch irgendwo hier drüben. Kupfer, das ist es, oder? Ist das Kupfer? Soll ich das mit Glück abbauen? Oder mit Behutsamkeit? Oh, ein Ding hat 9 gegeben. Glück mit Glück. Warte, wir gucken auch hier mal kurz. Kann man daraus kann man Blöcke craften, ne? Kupferblöcke sind auch unfassbar sexy, glaube ich. Weiß ich nicht, aber Kupferblöcke, können die sich nicht verändern oder so? Die können sich doch zu so einem richtig clean, weißen Block machen. Und gibt es für Kupfer eine automatische Farming-Möglichkeit oder so? Weil Kupfer ist so ein richtiger Baublock, wisst ihr? Mit Kupfer baut man, glaube ich, unfassbar viel in Zukunft. Du musst den Ofen packen. Ja, es gibt eine Farm. Oh, wild. Oh mein Gott, ist das der erste? Das ist der weiße Block, den ich... Was ist das? Das hier ist der weiße Block, der mir so gefällt, Digga, weil der genau so aussieht wie Diorit. Der ist zu wild einfach, Bruder. Der ist so sexy. Den werde ich so oft benutzen bei so vielen Farmen, Alter. Und was ist das? Mit Behutsamkeit wahrscheinlich hier ran dann, ne? Da weiß ich ja schon, das nehme ich auf jeden Fall mit. Der Block ist auch ultra geil, Digga, wenn wir später die Skyline, wenn wir das Skyline-Projekt anfangen. Wenn wir den Block so aufbauen, kann man den Block automatisch farmen oder craften oder so? Nein, nur manuell, glaube nicht. Nee, nur finden. Oh, scheiße. Das ist wack. Oh... Junge, das ist so... Diese Kalzitblöcke sind, glaube ich, mit meine neuen Lieblingsblöcke. Einfach, weil ich genau weiß, wie krank man die im Modernen benutzen kann, Bruder. Viele haben sich immer beschwert, yo, warum lässt du dich nicht spoilern? Selber schuld, dass du dann Dinge nicht weißt und whatever. Aber für mich ist es halt viel, viel angenehmer und viel spannender auch, wenn ich das alles so selbst für mich erkunde. Wenn ich Dinge sehe, die ich halt vorher noch nicht irgendwo groß gesehen habe, versteht ihr? Ihr könnt ja auch, oder ihr merkt ja auch, dass ihr mir halt mega helft mit den ganzen Calls, Digga. Und ich dadurch mir im Prinzip das Wissen aneigne, was ich dann in Zukunft wahrscheinlich sehr oft brauchen werde. Ne? Ja, das Wichtigste sollten wir eingesteckt haben. Dann fliegen wir jetzt erstmal weiter. Das ist doch sehr wild. Tinted Glas. Ist das eine neue Glasstruktur oder was? Da kommt kein Licht raus. Wow, was? Also im Prinzip OP für alle Mob-Spawner mit irgendwie Schönheitsfaktor, wenn man so will. Neben Deep Slate in den Crafting Table. Für ein Fernrohr oder was? Es gibt eine neue Art von Steinen. Da war's. Zwei Kupferbarren. Ich habe schon 4. Was ist das? Ah, was ihr erzählt habt, ne? Oh, sehr cool. Mit dem Blitzableiter, wo ich gefragt hatte, wegen dem Emmerpill, ist das nicht angezündet wird von einem Blitz irgendwann. Der ist sehr wichtig. Dann brauche ich trotzdem bitte einmal hier Fernrohr. Was hat man damit? Huh! Tschusch! Was denn das? Bam! Junge, das ist ja ultra wild einfach. Das finde ich schon fast ein bisschen zu viel, sage ich euch ehrlich. Lol. Man kann mit Optifine nochmal näher ranzoomen. Aha. Wir können bis nach da hinten gucken jetzt einfach. Samsung S21 Kamera auf den. Versteht ihr, wie ich meine? Guck mal. Zack. Du musst noch 90er POV machen. Du meinst 30, Chat. 30 meint ihr, damit ich nah ranzoome oder nicht? Guck mal, wir sehen, dass da hinten eine Blume ist. Da. Obwohl man sie von hier... Da, doch, man sieht sie so leicht. Das ist ja so krank. Es gibt doch... Ich will eigentlich so einen grünen Kupferblock und nicht den Kupferblock, den wir jetzt hier haben. Kupferblock. Ja, und wenn ich den jetzt setze im Prinzip, kann der irgendwann grün werden, oder wie? Oh, es gibt auch Half-Steps davon. Aber ich habe nur 2 Blöcke. Ich würde gerne Half-Steps machen oder so. Aus den Blöcken. Aber geht nicht, weil ich nicht genug habe. Oh Mann, Digga. Das wollte ich auch gar nicht. Ja, okay, dann nehmen wir das mehr mit. Junge, wir gehen jetzt in eine Höhle einfach. Wir gucken jetzt einfach in Höhlen nach und suchen nach Tropfstein. Perfekt, super Höhle. Danke für diese Möglichkeit, Minecraft, dass wir uns Tropfstein irgendwie holen können. Die Frage ist, sind alle Caves, die unter Wasser sind, also unter Ocean-Biomes,
Oh, Oxalot! Ey, darf ich dich mitnehmen? Ich bräuchte mal Eisen. Wir haben nicht mehr Eisen, wa? Scheiß die Wand an, wir haben nicht mehr Eisen. Was passiert, wenn man es tötet? Ich will es eigentlich nicht töten. Nichts? Gar nichts. Achso. Okay, das tut mir leid, dass ich es getötet habe. Deep Slate? Irgendjemand meinte, mit Deep Slate kann man voll die geilen Blöcke craften. So, wir holen uns hiervon mal ein bisschen was. Ein Stack oder so. Weil ich will mal jeden Block irgendwie ein bisschen gesehen haben, wenigstens. Dass ich so eine Opinion habe, yo, was haben wir, um damit zu bauen und was haben wir nicht, wisst ihr? Auch für zukünftige Bauprojekte wäre es ja wahrscheinlich besser, sich mit den sehr neuen Blöcken gut auseinanderzusetzen. Ja, Dias, Digga. Einfach Dias. Aber wir haben hier leider keine Höhle, die irgendwie interessant für uns sein könnte. Deep Slate mit Glück abbauen? Ja, weil da ein anderer Block rauskommt, oder was? Ach, da kann ich mit denen irgendwas craften? Nee, das geht nur damit im Prinzip, oder was? Oh, und damit kann man dann noch mehr craften. Tschüss. Oh, das sieht echt sehr, sehr sick aus. Und dann hätten wir noch das hier. Ich glaube, der hier ist mein Favorit, weil der am cleansten aussieht. So, wir brauchen eine dicke Höhle. Komm, wir brauchen einen Tropfstein. Oh, da ist es doch. Da ist es, ich sehe es. Tropfstein. Nur die Pflanze dazu fehlt. Das da. Zack. Lol, das ist es. Oh, Emmy kommt ja heute auch noch. Emmy ist da. Yo, yo, ich mach die Tür auf. Eine Sekunde. Emmy ist da. Moin, hab ich gar nicht. Ey, es gibt so viel geile Scheiße. Ich habe 2 Oxalots. Also nicht Oxalots, sondern Oxalotis. Ah, Axolotis heißt die. Diese süßen? Genau. Habe ich 2 Stück, kann ich dir zeigen. Guck mal, dann kommt das hier raus. Von wem bekommst du Schaden? Ja, von dem Skelett da hinten. Ah. Wir müssen ja erstmal kurz durchgucken, was ich jetzt rauspacken kann. Warum erschreckst du dich so? Gott, verdammt. Warum bist du nicht gestorben? Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Ich habe... Das Wasser hat mich gerettet. Das Wasser hat mich so gerettet, wäre ich auf dem Boden aufgeklatscht, wäre ich tot gewesen. Geil. Ja, Schade. Nichts geil. Ach du Schande, ich hatte Herzinfarkt. Ich hatte Herzstillstand kurz. Was war der jetzt? Ja, ein Kühler. Ich hatte Herzstillstand einfach. Wäre ich... Wirklich, hätte ich nicht... Hast du gesehen, wie schnell ich reagiert habe? Ja. Als ich in der Luft war, dass ich direkt ins Wasser einfach zum Wasser gezogen habe, habe in die Hose gekackert. Ja, ich gefühlt auch, Alter. Dann haben wir jetzt wenigstens alles. Okay, Kupfer. Was wollten wir jetzt suchen? Genau, die Tintenfische. Wo sind die Oxalotis? In der Natur. Ach so, ja, willst du mal einen sehen? Ja. Die sind noch süßer, glaub mir, die sind hier noch süßer, als so wie du sie gesehen hattest. Ich habe einmal einen blauen und einmal einen braunen. Guck. Oh. Mega sweet, oder? Kannst du den nach mir benennen? Der ist so süß. Der passt zu mir. Dann müsste ich ja den braunen nach dir benennen, weil du einen Kack kaufen bist. Guck mal, den hier. Ihr Blickchat sagt mehr als 1000 Worte. Und züchte doch die Oxalotis, bis du den seltensten hast. Ja, chillt mal alle, Chat. Wir machen das alles mit der Zeit. Also Oxalotis sind erstmal keine Priorität bei mir. So, nehmen wir mit. Und dann können wir jetzt nach leuchtenden Tintenfischis suchen. Aber trotzdem, ich suche leuchtende Tintenfischis. Nee! Hast du ihn? Nee, es hat sich selber umgebracht. Tintenfischis! Oh, ein gelbes! Nimm ihn, du hast doch eine Hand. Na. Nein! Hab's! Dann 2! 2! 2 kommt her, Jungs. Was sprichst du so dumm eigentlich? Was sprichst du so dumm? Ich hab dir nur nachgesprochen. Haben wir jetzt daraus noch 5? Ne, 7. Okay, besser so. Oh, Dias! Okay. Woo! 8 Stück! Geil! Bam! Bam! Gib mir deine Tintenfischbeutel. Bam! Ist hier noch wo? So, Lapsla. Oh! Was ist denn hier los? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Vier, was? Oh. Gott. Oh, mehr will ich. Doch wollte ich doch nie. Duschen. Dings. Duschen? Ich muss ja, Luft stinkst, holen. Ja. Weiter. Zack. Oh, ein Oxaloti. Oh, der ist pink. Nimm ihn. Der ist pink. Nimm ihn. Der ist pink. Du hast doch da einfach. Ja. Ich hab ihn. Mann. Aufregend. Nee. Warte, wo ist... hier war noch einer, oder nein, nicht? Es waren 5-4. Wirklich? Ja. Schwörst du? Ja. Ah, nee, Mann, du hast geschwört. Du hast geschwört. Ich hab geschwört. Du hast geschworen. Noch einer. Du hast... Dein Schwören ist so für den Arsch. Du hast einfach... Du hast... Au, Alter. Noch einer, nee, der ist braun. Nicht. Aber wir haben auch doch, keinen Wassereimer. Doch, dann nehmen wir den mit. Hör auf. Den nehme ich mit. Auf. Nein, der ist hässlich. Fuck you. Wenn ich den nicht mitnehmen soll, dann hätte ich dich damals auch nicht mitnehmen dürfen. Oh, Scheiße.
Du hast auch keine Luft mehr. Ja, ich merk's doch auch, dass ich nicht mehr atme. War real, oder? Das kam gut rüber. Wir haben jetzt soweit alles erkundet, was es irgendwie zu erkunden gab. Wir haben ein Stack und wie viel? Ein Stack und 25 an Tintensäcken. An süßen, leuchtenden Tintensäcken. Ich baue einfach schnell ein Portal, wir haben ja alles dafür dabei. Und dann fliegen wir über den Nether einfach nach Hause. So, und dann müssten wir eigentlich als allererstes nochmal, bevor wir dann weitermachen mit der Farm, sollten wir als allererstes ein kleines Gehege für die Ocelots bauen. Brauchen die Ocelots irgendwas zum Überleben, Chat? So, warte, gab es nicht dieses eine Achievement? Nee, fick dich. Was soll denn das? Frieden! Frieden! Oh, halt doch jetzt mal die Schnauze, du blöder Gast. Alter, Junge, seit wann sind die Dinger denn so laut? Ich hasse Gas. So, und jetzt. Bam. Achievement direkt mitgenommen und eingesteckt. Was? Nach Hause müssen wir, warte. Ah, da. Nee, hier. Hab gefunden. Wir müssen aber von dem Nether-Portal müssen wir noch ein Stückchen weiterfliegen. Hm, was machst du? Wir haben gerade Axolotis gefangen. Und jetzt fliegen wir nach Hause, bauen denen ein kleines Gehege. Zack. Da, getöntes Glas. Ah, das ist doch dunkel. Na, guck mal, das ermöglicht, dass von der einen Seite Licht reinkommen kann, aber es nicht auf der anderen Seite rauskommt. Axolotus, brauchen die ein großes oder ein mittelgroßes Gehege? Wir setzen die zu den einfach. Dann bauen wir es einfach davor. Bauen wir es hier hin. Würde dieser Platz, den ich jetzt hier einbreche, schon reichen? Stimmt, oder? Für 4 oder 5 Ocelots? Der Platz ist doch fein. Zack, dann können die hier alle chillen. Ey, die Armen, Alter. Das ist einfach Massentierhaltung des 3. Jahrhunderts. Tut mir schon ein bisschen leid, aber die sterben ja nicht. Also wir nennen auf jeden Fall das eine braune, nenne ich Velation, und das andere kriegt einen Namen. Ich will den blauen. Ja, der blaue ist dann der erste mit Emily. So, am 4.9. Den nennen wir aber dann Pear, nicht Velation. Das sind Einzelne und die anderen kriegen nur Zuschauernamen. Da schreiben wir kein Datum dahin. Weil die ersten zwei, ich will nur die ersten zwei halt umbenennen. Wisst ihr, wie ich meine? 3 Stück haben wir jetzt noch an Nametags. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Oh, gute Frage. Der erste, der mir das in Chat schreibt, also die richtige Antwort, wird dann umbenannt zu einem Ocelot. Pete, herzlichen Glückwunsch, Digga, dass du nach dem einen wunderschönen, süßen Ocelot benannt bist. Herzlichen Glückwunsch, Jusen. Alles chillig, Digga. Maximus Prime. Check. Perfekt, dann haben wir unsere Namen für die süßen Ocelodis. Was machen die denn hier? Ich will den blauen, keinen anderen. Ja. Emmy, Pear. Passt zu dir. Genau, ja, sieht scheiße aus, ja. So, dann kriegen, das entscheide ich jetzt mal. Pink, also Max Prime ist pink und Schlusen ist pink. Wir können dann nur noch einen gelben für Pete machen. Und einer ist genau, unbenannt. Und einer ist unbenannt, der hat keinen Namen. Der ist cool. Ja, aber perfekt, dann haben wir unsere 5 Jungs jetzt hier drin. Die chillen, ne, 6, ne? Ja, 6. 2, 4, 6. Ah, perfekt. Warte, wir nehmen einfach Rahmen, die wir hier vor Ort haben. Ich will sehen, wie das aussieht, Digga, wenn die leuchten. Das interessiert mich ja ziemlich noch. Wie sieht das aus? Das Item, guck mal, wie geil das Item einfach aussieht. Da. Das sieht cool aus. Das sieht ja so scheiße aus, Gottverdammt. Mal, wir machen mal das Lightpack aus, ne? Wer weiß, vielleicht macht das Lightpack, das ist einfach alles scheiße. Oder warte, wir nehmen die ganz kurz mal mit und gehen an einen sehr, sehr dunklen Ort. Ey, guck mal, wie krank anders das aussieht, ne? So. Nee, fühle ich gar nicht. Also die fühle ich ja gar nicht. Die geben ja, nee, guck mal, die geben nicht mal Licht ab. Und die, wenn man daran vorbeiläuft, doch schon safe. Dass so hier, der Block hier drumherum auch noch leuchtet. Das wäre wild. So wie halt bei diesen anderen Leuchtdingen, was es jetzt gibt mit dem Schild. Ja, aber um ein kurzes Fazit zu hinterlassen, wir fliegen mal kurz zu den Schildern. Das zeige ich Emmy nochmal mit den Schildern. Ich finde viele Updates sehr cool. Also no joke, es ist halt ein Update, ein Versionsupdate, was aber eher kleine Dinge mitbringt, die aber sehr geil auf das gesamte Game zu sehen ist im Prinzip. Was sehr, sehr viele neue, geile Blöcke mitbringt, die einem neue, geile Baumöglichkeiten geben, die den Baustil an sich fast revolutionieren, würde ich behaupten, weil es so viele schöne neue Blöcke gibt. Wir haben es ja in den letzten 3 Stunden jetzt gesehen, wie nice es ist und was es alles gibt. Meine Favoritensachen sind, glaube ich, immer noch das mit den Schildern. Also das mit den Schildern ist wirklich das Wildeste mit. Und halt die Ocelot. Die sind auch ultra cool. Kupfer finde ich auch ultra cool, halt die ganzen neuen Baublöcke. Und dieser eine weiße Baublock, den man nur findet bei diesen, Mann, ihr wisst schon, was ich meine, den hier, Kalzit. Das ist eh das Allerwildeste, Digga. Das ist wirklich Dream einfach. Für ein Versionsupdate hätte man, boah, Bruder, ein bisschen laut hier. Für ein Versionsupdate hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr bringen können, sage ich euch ehrlich. Ein paar kleine Sachen, die mehr sein könnten, ein bisschen. Vielleicht irgendwie
ein, zwei mehr neue Mobs oder irgendwas in die Richtung wäre vielleicht cool gewesen. Wobei ich sagen muss, ich habe ja die Ziege zum Beispiel, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die gibt es ja auch. Aber so oder so vielleicht ein, zwei neue Mobs, ein, zwei Drops mehr. Aber sonst finde ich das Ganze geil, finde ich das ganze Update geil und bin sehr zufrieden damit. Also wie gesagt, ich erinnere mich halt, also keine Ahnung, ich komme aus einer Survival-Zeit in der 1.9, 1.10. Ja, wo du gehofft hast, dass irgendwann mal die Developer von Minecraft wieder anfangen zu irgendwas zu tun und du gehofft hast, dass sie irgendwie mal irgendwie neuen Content bringen und du halt 2-3 Jahre auf einer gleichen Version gespielt hast, wo kein neuer Content kam. Und deswegen bin ich eigentlich mehr als sehr, sehr zufrieden damit, dass es halt diese Möglichkeit jetzt gibt und dass man im Prinzip, ja, daily oder regelmäßig, sagen wir daily ja nicht, aber regelmäßig auf dem Laufen gehalten wird mit den ganzen Updates, regelmäßig neuen Content findet, etc. Das ist geil. Moos ist ultra krank und dass man eine Knochenmehl und eine Schalker-Farm bauen kann, ist das geilste Update, was es mitgibt. Sag ich euch ehrlich. Also die Schalker-Farm ist mit das geilste und die Knochenmehl-Farm ist recht. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ich glaube, die 1.17 haben wir soweit durch. Ich wollte hier noch die Inkelsäcke reintun, dass wir die hier haben. Das war die einzige Sache. Das war's. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.